Mein Name ist Dieter Jörg List. Beruflich berate ich unseren kleinen Mittelstand in Sachsen mit meiner Wirtschaftsberatung. Politisch bin ich Vorsitzender des Chemnitzer Kreisverbandes der Freien Sachsen und ehrenamtlich tätig für den Sachsenkanal Sender Freie Sachsen. Heute möchte ich eine Praktikerlösung vorstellen, eine Praktikerlösung für Privat und für Gewerbe, passend zu diesen unsicheren Zeiten, Mai 2022, durch die unsagbar verfehlte Wirtschafts- und Sozialpolitik und Finanzpolitik in Deutschland und in Europa. Ich berate seit über 21 Jahren unseren kleinen Mittelstand in Sachsen und schon 2020 hatten wir Preissteigerungen, also vor Corona noch, vor März 2020, Preissteigerungen pro Jahr im Investitionsgeschehen. Also Bau, Beispiel Maschinenbauer baut eine neue Halle mit Maschinen um rund 20 bis 25%. In 2021 gab es dann schon extreme Preissteigerungen für unsere Wirtschaft, zum Beispiel Kupfer um 1000%, Holz zwischen 300 und 400%, Dämmstoffe auch. Seit diesem Jahr kommen noch aktuelle und künftige Preissteigerungen dazu, Lieferkettenprobleme und Ressourcenknappheit auf alle auf uns zu, nicht bloß auf Gewerbe, auf die Firmen, auch privat. Besonders aber für die Energiebereiche mit Strom, Wärme, also Heizung ist klar, ne? Diesel, Benzin. Unter anderem berate ich Firmen, Photovoltaikfirmen seit über 10 Jahren. Und da ich in einem kleinen Haus wohne und dort auch meine Firma ist, ist mir besonders die Arbeitssicherheit meiner Firma wichtig. Dass ich zum Beispiel bei Stromausfällen und Netzabschaltung am Rechner arbeiten kann, mit den Mandanten kommunizieren kann, E-Mails verschicken kann und einfach arbeitsfähig bin, natürlich auch Rechnung schreiben kann, ist klar, ne? Vor 9 Jahren habe ich dann selbst eine Photovoltaik mit Speicher einbauen lassen von der Fachfirma meines Vertrauens. Ich habe darüber auch in dem Leitbild der Wirtschaftsberatung List geschrieben, wie wichtig diese vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem kleinen Mittelstand ist. Und dadurch habe ich seit 9 Jahren langjährige eigene Nutzungserfahrung. Nach und nach habe ich dann noch nachgerüstet mit einer zweiten Ausbaustufe, dazu eine zweifache Notstromversorgung sowie eine Insellösung für Blackout. Eine eigene Lösung von und für die Wirtschaftsberatung geschaffen und natürlich auch für Mandanten von mir, für Freunde, für einfach für Partner in unserem Netzwerk. Ja, zu beachten ist dabei noch, dass nicht nur eine Unabhängigkeit, sondern auch sehr wirtschaftlich ist. Es gibt große Einsparungen, es gibt eine weitgehende Unabhängigkeit vom Stromversorger, nahezu eine Autarkie von Mitte März bis Mitte Oktober. Dazu schreibe ich, weil es noch ein paar Taktzeiten beim Umschalten gibt. Es kommt gerade Schatten, kommt gerade Verschattung, es kommt eine Wolke, wie auch immer. Dann geht eben mal, werden mal 30 Watt entnommen für ein paar Sekunden. Beispiel eine kleine Glühlampe. Ne? Und dies möchte ich mit Zahlen und mit Fakten belegen. Die Anlage hat Ist-Daten, Anlageleistung von 12,5 Kilowatt Peak, eine Jahresproduktion von damit rund 12.500 Kilowattstunden und eine CO2-Vermeidung von 8,8 Tonnen jährlich. Die Batterienennkapazität beträgt 7,5 Kilowattstunden. Batterietyp ist Bleibatterie verschlossen, ist schon 9 Jahre alt, ist auch nicht mehr zeitgemäß, jedoch bin ich, also Blei-AGM oder Bleigel, bin ich da auf der sicheren Seite, weil es eben, weil keine Explosion droht, wenn
wie die Gefährdung im Lithium-Ionen-Bereich betrifft. Um das jetzt konkret zu sagen, die Ist-Werte für 2022 sind hochgerechnet jetzt ein gesamter Jahresverbrauch von 5.100 Watt, also zwei Personen plus Firma plus mit Mandanten, ne, und Arbeitsberatung. Bezug vom Stromanbieter sind ca. 2.300 Kilowattstunden mit 644 Euro. Erlös für Netzeinspeisung beträgt ungefähr 647 Euro. Es werden nämlich eingespeist zu 5.900 Kilowattstunden. So in etwa sind Durchschnittswerte jetzt, ne? Gesamteinnahmen, Ausgaben sind positiv, sind also rund 3 Euro übrig, also plus minus 0. So, sorry, hier kam ein Anruf rein, da hat es die Übertragung, ich habe ja keine Profitechnik, wie gesagt, hat es die Übertragung abgebrochen. Es gibt also diese Einsparung oder diese Einnahmen von 3 Euro, also plus minus 0 und Einsparung im Jahr, somit jetzt Stand 1.439 Euro. Und von der Fachfirma meines Vertrauens, das ist die Firma Sonnenweg Solar, Geschäftsführer Herr Michael Schumann, hatte ich mir im Vorfeld eine Rentabilitätsberechnung eingeholt, habe selber eine eigene Rentabilitätsberechnung aufgestellt und beide dann verglichen mit den aktuellen Ist-Werten. Gute Fachfirmen planen dabei den Ertrag, also die Rentabilität, sehr seriös, oft auch mit Understatement. Nach bisher 9 Jahren eigener Nutzungsdauer habe ich nun die Erfahrung gemacht, dass beide Planungen zu zurückhaltend waren. Der Ertrag ist deutlich höher. Diese Anlage ergibt also jetzt schon eine Einsparung von 1.439 Euro pro Jahr. Natürlich gibt es hier Jahresschwankungen. Kein Jahr war bisher vergleichbar. Mal war der Mai im Mai der höchste Ertrag. Also die gaußsche Glockenkurve ist ungefähr natürlich da im Ertrag, aber es gibt immer wieder Abweichungen, Einbrüche. Also mal war der Mai der ertragsstärkste Monat, auch schon im April. In der Regel sind es Juni und Juli. Dazu Jahresschwankungen, wie gesagt. Ne? Zu beachten ist dabei, dass die Strompreise ab sofort dazu mittel- und langfristig sehr stark steigen werden. Und damit sind die Einsparungen künftig noch viel höher, da die Einnahmen unverändert bleiben, beziehungsweise die Ausgaben unverändert bleiben. Die Anlage ist ja angeschafft und hat keine Betriebskosten. Also wird immer davon gesprochen, dass eine Wartung einmal im Jahr erforderlich ist. Das empfehlen Fachfirmen. In den jetzt 9,5 Jahren war noch keine einzige Wartung erforderlich. Ja. Hinzu kommt eine weitgehende Unabhängigkeit vom Stromversorger, die schon berichtete nahezu Autarkie von Mitte März bis Mitte Oktober. Nahezu deswegen, weil eben von Mitte März bis Oktober mal Verschattung eintritt, mal eine Wolke vorhanden ist oder größere Wolken. Und da gibt es eben, ehe der Speicher dann zuschaltet, die Steuerung, gibt es mal kurzen Takt in der Schnittstelle, dass immer Strom gezogen wird von 30 Watt oder 10 Watt oder 70 Watt, also ungefähr wie eine Glühlampe, in etwa wie eine Glühlampe, in etwa, dass ja, schon wieder Nachrichten kommen, Entschuldigung, das ist, da kommen halt immer wieder neue Nachrichten rein. Ja, deswegen nahezu Autarkie, ne? Da ist zu vernachlässigen. Für Stromausfälle von mehreren Stunden tritt dann die Notstromversorgung in Betrieb. Der aktuelle Speicher ist im Winter allerdings kapazitätsmäßig zu klein, dazu technisch zu alt, eben konventionelle AGM-Blei-Batterie. Hier wird zusätzlich noch die Investition in einen modernen und größeren Speicher überprüft. Jedoch ist hier große Vorsicht geboten. Ich muss mich noch beraten lassen, weil ich habe ein großes technisches Misstrauen gegenüber den Lithium-Ionen-Akkus, weil die. Nächster Anruf, nächster Abbruch. Also hier ist die bekannte Brand- und Explosionsgefahr. Mir noch eine Warnung.
und hier muss ich mich noch beraten lassen von Bernd Schumann von der Firma Sonnenweg Solar, weil mir das, die Risiken einfach zu groß sind. Was nützt mir die vorhandene Brand- und Rauchmeldeanlage, wenn dann so explosionsartig diese Verbrennung erfolgt und dass der Vorgang selber kaum zu löschen ist? Also die Woche sind wieder 2 Einfamilienhäuser komplett abgebrannt. Die Meldung war noch im Sachsenkanal und anderen Kanälen mit drin. Also das gilt es erstmal abzuwarten. Hier gibt es auch die Kritik, genauso wie an den Windrädern, die Vögel schreddern, die selber Sondermüll sind. Es hat keiner beachtet damals oder falsche Prioritäten gesetzt. Und diese Lithium-Ionen-Akku-Problematik will ich keinesfalls unterschätzen. Deswegen gibt es noch eine zweite Notstromversorgung über einen Generator mit Einspeisung in einen sogenannten Überspannungsschutz mit Generatoranschlusskasten. Und eben diese Fachfirma meines Vertrauens, Sonnenweg Firma Solar, Sonnenweg Solar, die, das gebe ich unten im Text, unter dem Video ist dann die Beschreibung drin, Beschreibungstext mit den ganzen Ist-Daten, Sollwerten, mit der Rechnung und auch Homepage und E-Mail vom Sonnenweg Solar. Besonders zu beachten ist, dass bei Stromausfall des Netzbetreibers und beim Blackout die vorhandene Photovoltaik trotz bester Sonneneinstrahlung keinen Ertrag bringt. Das weiß fast keiner, weil die so von den Stromversorgern geschalten werden, dass das dann kein Ertrag möglich ist. Weiß fast keiner. Das funktioniert nur bei einer sogenannten Insellösung. Und in diesem Fall schalte ich unsere eigene Anlage in eine geschlossene Inselanlage um. Und wenn es dann dunkel ist und der Speicher sollte leer sein zum Zeitpunkt X, dann übernimmt der Notstromgenerator. Nicht nur die Speicher wurden weiterentwickelt, auch der Wirkungsgrad der Photovoltaikmodule. Bei unseren Anlagen leisten jetzt die nachgerüsteten Module von Fritz Hecker Solar, also einheimische Firma, lokal von mir vom Standort ungefähr 5 Kilometer entfernt. Wir machen alles mit einheimischen Firmen, lokalen Firmen aus Sachsen, sofern das alles möglich ist. Auch der Speicher kommt aus Zwickau von der Firma Hoppecke und nicht aus China. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das einhalten. Und wir wollten auch keine chinesischen Module einsetzen. Also jedenfalls bringen die neuen Module, die nachgerüsteten, 50% mehr inzwischen. Und für guten Ertrag muss auch nicht mehr die Sonne scheinen, weil das ja immer wieder vorkommt. Es funktioniert auch bei trübem Wetter oder Verschattung. Da kommt dann eben statt einer Einspeisung von 8 bis über 9000 Watt, kommt dann eben noch eine Einspeisung von 3 bis 5000 Watt. Auch bei Regen kommt noch ein guter Ertrag, je nach Dunkelheit, so 1000 bis 2000 Watt. Und das hier aufgeführte Beispiel betrifft ein kleines Einfamilienhaus. Und auch jeder Standort ist unterschiedlich. Für Bungalows, Baumeister, Modulhäuser, Reihenhäuser, Gartenlauben und für Firmengebäude, Fabriken und Fabrikhallen müssen jeweils eigene Berechnungen erstellt werden. Und besonders unter Berücksichtigung des jeweiligen Standorts. Ja, danke für die E-Mails. Es klickt immer mal. Will ich nicht abstellen, weil das einfach nebenbei mit erstellt wird. Im nächsten Artikel und im nächsten Video könnten wir dann über die Höhe der Investitionskosten, ich muss das wieder zusammenschneiden, im nächsten Video und Beitrag können wir dann über die Höhe der Investitionskosten berichten, über die finanziellen Aspekte, auch möglicher Finanzierung, Fördermöglichkeiten. In Sachsen gibt es für die Photovoltaikmodule keine Förderung zurzeit, in Thüringen schon, 30 Kilometer von uns entfernt. Speicher werden dagegen wiederum in Sachsen gefördert von der SAB und dazu können wir noch über die Unabhängigkeit in der Wärmeversorgung, Heizung berichten, also Unabhängigkeit vom Gas, von Öl, nämlich durch den Einsatz von Wärmepumpen und Erdwärmeversorgung, Erdwärmenutzung über mögliche oder für moderne Heizung eigentlich, ja. Jetzt gibt es aber da auch noch ein Problem, über das wir berichten werden, so wie die Stromversorger die Photovoltaik ansteuern können, wenn das keine Insellösung ist und die abschalten können.
Damit ist eine Versorgung dann im Krisenfall eben nicht möglich, es sei denn bei der Insellösung. So kann auch die, können die Energieversorger auch die Wärmepumpen ansteuern. Also in dem Krisenproblem, Kriegsproblem oder Blackout. Und da werden die Wärmepumpen abgeschaltet. Es sei denn, es gibt eine eigene Stromversorgung mit der Insellösung, wie bereits geschildert, Notstromversorgung, Photovoltaik etc. Dieses Gesetz ist schon verabschiedet. Ich bringe das unten im Text auch mit ein, weil das weiß fast keiner. Im Moment wird es noch nicht genutzt, weil die erforderliche Technik noch nicht installiert ist, beziehungsweise nur bei wenigen Haushalten installiert ist. Das sind die sogenannten Smart Meter. Also ich habe schon eins eingebaut, und doch der Ausbau dieser sogenannten Smart Meter, die das technisch ermöglichen, erfolgt zurzeit, schreitet immer weiter voran. Bei Vattenfall heißt es zum Beispiel, Sinn und Zweck der Sperrzeiten ist es, die Netze bei hohem Bedarf zu entlasten. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um die Stabilität des Versorgungsnetzes sicherzustellen. Und diese gesetzliche Regelung für ferngesteuerte Abschaltung entsprechender Verbraucher ist im § 7 der Bundestarifordnung Elektrizität bereits geregelt. Hinweis, Link ist unten im Text. Liebe Hörer und Seher vom Sachsenkanal, beachten Sie bitte, dass ich zwar Diplom-Ingenieur in Klammern FH bin, Hochbau, aber eben kein Physiker und kein Elektriker, sondern Praktiker, der seit über 2 Jahrzehnten Firmen berät und selbst eigene Praxis und langjährige Nutzungserfahrung gesammelt hat. Wer konkrete Sachfragen hat, wendet sich bitte an die unten genannte E-Mail über die unten genannte Homepage, weil in der Kommentarfunktion im Sachsenkanal können wir das nicht beantworten und wollen wir das nicht beantworten, weil tausende Kommentare eingehen über alle Kommentare, freuen wir uns. Wir löschen auch keine Kommentare, außer welche, die Hetze betreffen und ähnliches. Und YouTube löscht natürlich Kommentare, nicht nur Videos und Sender, auch die Kommentare werden gelöscht und wie auch immer. Also unten im Text steht alles. Viele Grüße der Wirtschaftsberatung List und vom Sachsenkanal Sender Freies Sachsen. Glück auf! Als Wirtschaftsberatung berate ich mehrere Photovoltaik-Unternehmen in Sachsen, und um das noch besser beurteilen zu können, habe ich selber eine Photovoltaik-Anlage, nicht weil ich grüner bin, sondern aus ganz praktischen und wirtschaftlichen Gründen. Zum einen aus wirtschaftlichen Gründen der Einsparung. Das heißt, normalerweise habe ich im Jahr ungefähr 1500 Euro zu bezahlen für meinen Strombedarf, für Firma und privat. Und mit der Photovoltaik zahle ich Stand jetzt um die 80 bis 110 Euro im Jahr. Also ich spare jedes Jahr 1400 Euro ein. Der zweite Grund ist, eine Autarkie von Mitte März bis ungefähr Mitte Oktober. Das heißt, ich bin nahezu unabhängig vom Stromnetz von
eben von diesem Zeitraum, auch durch einen eigenen Speicher. Und der dritte Punkt ist durch die eigene Notstromversorgung, die befindet sich hier. Das heißt, wenn Netz, Blackout, wie auch immer, abgeschaltet wird, haben wir zumindest eine Notstromversorgung, auch in der Nacht, die wird als Speicher bedient. Und der Punkt 4 ist, wenn das ein größerer Zusammenbruch sein sollte, ein richtiger Blackout, kann über die Insellösung noch über einen Generator eingespeist werden. Das heißt, man ist komplett unabhängig. Also es sind verschiedene Gründe, wirtschaftlich, Unabhängigkeit, keine Abhängigkeit vom Stromkonzern, diese Punkte. Ja. Aufgrund einer weiteren Unabhängigkeit habe ich auch zwei Wechselrichter. Sanitripower Wechselrichter 1. Der Wechselrichter 2 ist ein Sunnyboy. Der hat keine Anzeige mehr wie der obere. Aber ich habe das ja im Ausdruck mit drin. Das zum Teil kommen am Tag jetzt oder über 62.000, 63.000 Watt an als Ertrag und Input ist zum Teil über 8.300. Das geht, wird dann auf ungefähr 10.000 noch hochgehen und wir liegen dann vielleicht bei 70.000, 80.000 Watt am Tag. Ja, soweit dazu. Ich bin also davon überzeugt. Eben nicht aus den bekannten grünen Gründen, sondern um unabhängig zu sein, nicht erpressbar zu sein von den Stromversorgung, Energiekonzernen, von der Politik und natürlich aus Kostengründen und um für die Zukunft möglichst unabhängig zu sein. Das war's von der Wirtschaftsberatung List. Glück auf!